Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle-Magazin auf TV Berlin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich befinde mich hier gerade bei Mayako, einem Berliner Designer, hier am Zionskirchplatz in Berlin, wo es immer wieder ganz besondere Stücke gibt. Und auch die Berliner Fashion Week steht vor der Tür und somit ein ganz schön langer Showmarathon. Das ist besonders für die Füße in den High Heels immer eine ganz schöne Tortur. Hansa Plast erklärt uns jetzt, wie man Hühneraugen vermeiden kann und so alle Mode-Events voll und ganz genießen kann. Entschuldigung, wissen Sie, was ein Hühnerauge ist? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist eine Art Blase, schätze ich mal. Also wie so Schwielen, als wenn man irgendwie Holz hackt oder sowas. Schätze ich mal, so entsteht ein Hühnerauge, bloß nicht an den Fingern, sondern am Fuß. Ja, es ist auf jeden Fall irgendeine Entzündung. Es ist eine Blase, die sich so verhärtet hat, würde ich sagen. Nein, leider falsch. Was ein Hühnerauge wirklich ist, weiß Fußexpertin Dr. Maike Kuhlmann aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Beiersdorf AG. Letztendlich ist ein Hühnerauge nichts anderes als eine punktförmige Hornhautbildung, die entsteht, wenn Druck ganz lokalisiert auf einen bestimmten Bereich des Fußes einwirkt, zum Beispiel bei schlecht passenden Schuhen. Dieses Hühnerauge, also dieser lokalisierte Bereich der Hornhautverdickung, wächst dann aber als Besonderheit in tiefere Hautschichten ein, also drückt sich kegelförmig nach unten, drückt dann auf die untere Hautschicht, also die Dermis, da sind sehr, sehr viele Nerven und das ist dann sehr, sehr schmerzhaft. Wenn das Hühnerauge dann erstmal da ist, sollte man auf keinen Fall versuchen, es selbst mit einem scharfen Gegenstand zu entfernen. Hühneraugen kann man zum Beispiel durch medizinische Fußpfleger oder Podologen entfernen lassen. Für die Selbstbehandlung empfehlen sich da Produkte zum Beispiel mit dem Wirkstoff Salicylsäure. Die werden einfach aufgebracht, gemäß Packungsanleitung verwendet. Die Hautschichten lösen sich und das Hühnerauge kann dann leicht entfernt werden. Damit es jetzt gar nicht zu Hühneraugen kommt, heißt es vorbeugen. Passende Schuhe, eine ausreichende Feuchtigkeitspflege und die Anwendung von speziellen Druckschutzringen hilft. Die weichen Ringe werden einfach an Stellen, auf die viel Druck ausgeübt wird, aufgeklebt und bringen sofort Linderung. So fühlen sich die Füße auch in Schuhen wieder wohl. Für eine tolle Ausstrahlung reicht Mode allein nicht aus. Vielmehr kommt es auf innere Schönheit an. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem nächsten Beitrag mit Speakerin und Business Coach Regina Först. Regina Först, sie ist Expertin für Ausstrahlung und innere Schönheit. Wie kommt man denn dazu? Das haben Sie schön gesagt. Ja, Ausstrahlung ist das, was wir zuerst an dem anderen wahrnehmen. Und wenn es aber nicht von innerer Schönheit getragen ist, dann ist es einfach eine Seifenblase. Also Ausstrahlung ist ja die Brücke von der inneren Haltung, sich und dem Leben gegenüber und der äußeren Wirkung. Und darum gehört das eigentlich zusammen. Und wie würde man das denn unterscheiden? Schönheit und innere Schönheit, muss das immer zusammenkommen? Ist eine schöne Frau nicht schön, wenn sie nicht von innen strahlt? Wie sehen Sie das? Also im Moment leben wir ja in einem riesen Wertewandel. Da geht es um Authentizität und Echtheit. Und ich merke jetzt, ist so hübsch gemacht, ohne Inhalt, haben Menschen nicht gerne. Und ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, da geht es um Werte. Wer bin ich? Was kann ich? Und ich gucke mir das oft bei Kindern an. Die kommen mit einer unglaublich schönen Ausstrahlung auf diese Welt, mit einer riesen schönen Körpersprache auch und hadern nicht so viel mit sich rum, finden sich innerlich schön und strahlen auch nach außen. Und ich finde, da können wir uns wieder viel von abgucken. Finde ich auch. Ich finde wirklich, als Babys sind alle gleich und alle lieben sich selber auch. Ist das auch etwas, was mit Selbstliebe viel zu tun hat bei Frauen? Ja, also ich glaube, wir können auch Frauen kommen so auf die Welt, gehe ich mal davon aus. Aber das Wort Leben heißt ja nicht umsonst von hinten gelesen Nebel. Irgendwann packt sich so ein Nebel da drauf, diese Selbstzweifel, dieser Vergleich und immer dieses Gucken, wie sind die anderen unterwegs, statt mal auf seine eigenen inneren Werte zu gucken. Ja, und wenn ich mich vergleiche, habe ich schon das Thema verloren. Und irgendwann, so gerade ab 40, nehme ich so ganz klar wahr, dann kommen Frauen wieder und sagen, Moment, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein, wer bin denn überhaupt ich?
Und das ist für mich einfach der Grund, warum ich sehr gerne mit diesen Frauen arbeite. Da geht es eigentlich ums Verlernen und nicht wieder um neue Dinge zu lernen. Also wir können das schon, das glaube ich sicher. Wir vergessen das. Was ich so schön finde, ist bei Frauen, die so ein bisschen älter sind, aber eben diese Sicherheit haben und diese innere Ausstrahlung und diese Schönheit, wie Monica Bellucci, die habe ich zum Beispiel getroffen in Cannes. Und ich fand, dass sie wirklich ihre ganze Person strahlte nach außen. Wie kriegt man das hin? Tja, Selbstliebe. Die größte Ausstrahlung bekomme ich, indem ich mich selber liebe. Also ich nenne das jetzt mal den positiven Egoist. Es geht nicht darum, selbstverliebt vom Spiegel zu stehen. Ich meine, dann bin ich den Narzissten, aber die meisten Frauen kündigen morgens schon an, was sie mit sich machen. Ich gehe ins Bad und mache mich fertig. Das ist so ein Klassiker. Und wenn ich ins Bad gehe, mich fertig zu machen, nur rummecker, wie ich schon wieder nicht gut aussehe und irgendeinem Schönheitsideal nicht entspreche, das ist die Abwesenheit von Ausstrahlung. Und ich glaube, dass genau die Frau, die Sie gerade genannt haben, die ist einfach mit sich im Frieden, zufrieden. Die stellt diese dummen Fragen nicht mehr, die wir irgendwann mal stellen mit 20 und 30. Und wenn ich zufrieden bin, habe ich eine Ausstrahlung von Würde. Und das hat sie. Genau. Stolz, genau. Würde. Ja. Und man freut sich auf jeden Tag, der auf einen zukommt, wo man irgendwie noch mehr lernen kann und noch mehr erfahren kann. Aber wenn man jetzt eben nicht diese ganze Selbstliebe hat, was kann man tun? Was sind so die 3 Tipps, die Sie vielleicht jemandem mitgeben würden? Ja, wir haben die Selbstliebe, davon bin ich jetzt zutiefst überzeugt. Ja, aber vielleicht jemand von den Zuschauern oder jemand, der irgendwie gerade in einer schwierigen Phase steckt. Und was kann man tun, um da wieder rauszukommen? Weil jeder kennt diese Momente, in denen es einem vielleicht nicht ganz so gut geht und denen man nicht an sich glaubt. Ja, ich verstehe genau, was Sie meinen. Aber so in der Theorie ist es einfach so. Selbstbewusstsein heißt ja, ich bin mir meiner selbst bewusst. So, und das heißt eben nicht morgens rein in ein Hamsterrad und automatisiert auf andere hören und irgendwelchen Dingen gerecht werden, sondern erstmal sich selber gerecht werden. Also erstmal sich selber morgens ausrichten. Ich nenne das immer die Bettkantenübung. Mal sitzen bleiben, mal die Angelrute so rausschmeißen und sagen, okay, ja genau, wo will ich denn heute hin? Wie will ich mich denn heute erleben? Sich mit seinen Fähigkeiten, seinen Stärken, seinen Talenten zu beschäftigen. Und wenn Frauen mit sich klar sind, dann haben sie eine schöne Ausstrahlung. Und wenn sie eine schöne Ausstrahlung haben, dann ziehen sie natürlich auch schöne Dinge an. Also wenn ich hier auf der Stirn Meckerpot stehen habe, weil ich morgen schon rumgemeckert habe, ziehe ich natürlich auch solche Situationen an. Also ich würde nie aus dem Haus gehen, bevor ich nicht in einem guten Zustand bin. Auch nicht in ein Meeting oder irgendwo rein. Das ist ein Lebensgesetz. Was ich denke und fühle, strahle ich aus. Und was ich ausstrahle, ziehe ich an. Und ich glaube, dass Frauen das oft verwechselt haben. Sie wollen anderen gefallen. Was sagt der Mann? Was sagt der Partner? Was sagt die Freundin? Und findest du mich schön? Okay, dann so, und dann kippt das aber, wenn kein Kompliment kommt. Wenn ich das aber weiß von mir, wie so ein Leuchtturm, finde ich, dann gehe ich einfach raus. Also in die eigenen Stärken gehen, nicht automatisiert in so ein Hamsterrad morgens reinwandern. Und ich finde, wieder in die Selbstliebe zurückgehen. Das funktioniert schon. Und Sie haben jetzt gerade auch noch Partner erwähnt und die Liebe. Ich glaube, das ist eben auch noch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was viele Frauen runterreißen kann, wenn man irgendwie geschieden ist oder wenn es mal nicht so geklappt hat. Vor allem viele Frauen über 50, was ich erlebt habe, sagen, das ist jetzt nichts mehr für mich, Dating und so weiter, ich werde nicht mehr angeguckt. Und wie kann man da eben wieder auch auf der Partnersuche mehr Ausstrahlung bekommen und sich nicht so runterziehen lassen? Ja, auch das ist ja ein ganz ähnlicher Punkt. Wenn ich selber mit mir im Frieden bin, dann habe ich eine positive Ausstrahlung. Nichts schlimmer ist, als wenn eine Frau losgeht und hier steht Bedürftigkeit drauf. Da sind die Männer schneller weg, als man überhaupt gucken kann. Ne? Also erstmal so mit sich selber klar sein, sich selber auch wichtig und schön zu finden und dann rauszugehen. Also wer vor einer Partnerschaft nicht glücklich ist, wird das auch in einer Partnerschaft nicht. Was ich jetzt aber auch erlebe, ist, dass Frauen gerade nach der Silberhochzeit und nachdem die Kinder aus dem Haus sind, aktiv selber in die Scheidung einreichen. Weil sie sagen, ja, das ist so ein Langweiler, will ich jetzt zu Hause auch nicht haben. Ich will jetzt nochmal losmarschieren. aktiv ins Fitnessstudio gehen. Und ich meine, wie schön sind die Frauen mit 50, 60, 70? Das ist doch grandios. Wahnsinn, oder? Das hat sich alles geändert. Ja. Und ich muss jetzt noch zum Abschluss etwas ablesen von Ihrem T-Shirt, weil ich das so toll finde. Just remember, dreams do come true. Ja. Unsere Träume werden wahr, egal wie alt wir sind. Und ich glaube, dass Schönheit wirklich keine Frage des Alters Überhaupt ist. Überhaupt nicht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, sag auch ich. Dankeschön.
Der Lavera Showfloor steht für grünen Lifestyle und zeigt, wie modern und innovativ Green Glamour sein kann. Das Motto von Lavera lautet Celebrating Natural Beauty. Und auf der Berliner Fashion Week werden sie die Gäste mit einer ganz speziellen Tanzperformance verzaubern. Celebrating Natural Beauty auf dem Lavera Showfloor. Bereits zum dritten Mal ergänzt der Lavera Catwalk mit Lavera Naturkosmetik als Veranstalter und Förderer das offizielle Programm der Berlin Fashion Week im Januar 2014 mit Labeln aus Deutschland, London, Kopenhagen und den USA. Der Lavera Showfloor steht für grünen Lifestyle und zeigt, wie modern, innovativ und wegweisend Green Glamour ist. Seit 26 Jahren verbindet Lavera Natur- und Schönheitspflege und gilt als Vorreiter in Sachen natürlicher Schönheit. Naturkosmetik geht auf die großen Markt- und Kundenbühnen. Auch zu erleben, die Naturmode geht in diese Richtung. Das ist eine ganz tolle, ja, zu Herzen gehende Erfahrung, die wir hier machen dürfen. Das kommende Lavera Opening am 15. Januar leitet gleichzeitig das Thema des Lavera Showfloor ein. Celebrating Natural Beauty wird in einer speziell für die Mercedes-Benz Fashion Week inszenierten Tanzperformance die Gäste verzaubern. Lavera lädt sie ein. Seien Sie dabei! Leider sind wir jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ihr wieder dabei seid, wenn es hier bei uns um Mode und Lifestyle geht.